Weiter geht's mit unserem zweidimensionalen Momentumproblem. Und wir hatten uns als Beispiel ja einen Snookertisch genommen. Wir haben jetzt bereits ausgerechnet, wie groß das Momentum in Y- und in X-Richtung von der weißen Kugel ist. Und mit dieser Formel hier oben, die ja einfach nur sagt, dass das Gesamtmomentum sich zusammensetzt aus dem Momentum von der weißen und dem von der roten Kugel, können wir jetzt natürlich auch das Momentum von der roten Kugel bestimmen und darüber dann natürlich auch die Geschwindigkeit. Also schauen wir doch mal, ich scroll noch mal ein kleines bisschen runter. So, wir wissen, rote Kugel, deswegen schreibe ich es in rot. Und als Farbe nehme ich jetzt mal so ein helles Violett in die Y-Richtung. Setzt sich ja zusammen aus dem Gesamtmomentum in Y-Richtung. Das sind 0 Kilogramm Meter pro Sekunde. 0 Kilogramm Meter pro Sekunde mal dem Einheitsvektor in Y-Richtung. Und davon ziehen wir ab. Das Momentum, also wenn wir jetzt die Formel hier hätten, hätten wir minus pw gerechnet. Also ziehen wir das Momentum von der weißen Kugel in Y-Richtung ab. Und das hat man berechnet mit 0,15. 0,015 Kilogramm Meter pro Sekunde. Und das ist ja dann ganz offensichtlich, ich schreibe es in dem hellen Violett hin, minus 0,1, minus 0,15 Kilogramm Meter pro Sekunde. Okay, so viel dazu erstmal. Lass uns noch die X-Richtung machen. Also das Momentum in X-Richtung. Und dafür nehmen wir diese komische Farbe, ist gleich dem Gesamtmomentum in X-Richtung. In X-Richtung haben wir, da hatten wir ein Momentum, genau, weil die Kugel sich am Anfang in X-Richtung bewegt, die weiße. Also 0, 0, falsche Farbe. Falsche Farbe. 0,45 Kilogramm Meter pro Sekunde. Einheitsvektor EX. Oh, habe ich da oben auch wieder vergessen. Ja, ich bin da mal ein bisschen nachlässig mit, das stimmt. EY. Und müsste jetzt hier natürlich auch hin, da haben wir leider den Platz nicht mehr für. Aber sei es drum. So, und von dem Gesamtmomentum hier unten in X-Richtung ziehen wir natürlich das Momentum von der weißen Kugel noch ab. Minus 0,26 Kilogramm Meter pro Sekunde. Einheitsvektor nicht vergessen. So, und das sieht ja stark danach aus. 45 minus 26 sind 0,19. 0,19 Kilogramm Meter pro Sekunde und Vektor drum. EX. So, und wie gesagt, jetzt wissen wir, wie groß das Momentum in die Richtung ist. Wir wissen auch, wie viel die rote Kugel wiegt. 57 Gramm. Das heißt, wir können auch die Geschwindigkeit ausrechnen, die sie in die jeweilige Richtung haben wird. Also, machen wir es mal, wo machen wir es hin? Machen wir es gleich hier hin. Also, wir wissen, dass sich das Momentum immer zusammensetzt aus Masse mal Geschwindigkeit. Also können wir das einfach umstellen und dann wissen wir, dass die Geschwindigkeit genauso viel ist oder genauso groß ist wie das Momentum geteilt durch die Masse. Also, ich scroll noch ein bisschen runter. Gucken wir uns also an, wie groß ist die Geschwindigkeit in Y-Richtung. Ah, ich versuche mal die gleiche Farbe beizubehalten. In Y-Richtung. Ist also so groß wie das Momentum in Y-Richtung von der roten Kugel. Das war minus 0,15. Ich lasse mal die Einheiten diesmal weg, damit wir ein bisschen Platz sparen. Und das Ganze teilen wir durch die Masse von der roten Kugel und die war 0,075, also 75 Gramm. So, da müssen wir den Taschenrechner fragen, das weiß ich nicht aus dem Kopf. Also, was ist denn 0,15 minus davor geteilt durch 0,075? Minus 2, das passt ja. Minus 2, schön glatt aufgegangen, Meter pro Sekunde. Und falls du dich jetzt wunderst, woher das Minus kommt, das bedeutet natürlich, machen wir mal den Vektor wieder drum, EY. Der Einheitsvektor EY zeigt ja in die positive Y-Richtung, in die positive Richtung der Y-Achse. Und Minus davor heißt, das geht also irgendwie nach unten. Und wenn wir uns das Bild angucken, das Bild hier, dann stimmt das ja, wenn wir, oder dann sagt uns unser Gespür ja schon, okay, wenn ich jetzt hier oben treffe und die weiße in die Richtung geht, dann geht die rote auf jeden Fall in die Richtung irgendwie, also irgendwie ein bisschen weiter nach unten. Macht also Sinn, was wir uns ausgerechnet haben. Und die Geschwindigkeit in X-Richtung, ist dann ja das Momentum in X-Richtung, also 0,19, 0,19 und das auch wieder geteilt durch die Masse von der Kugel, 0,075. Und das ist dann 0,19 geteilt durch 0,075, 2,53.
2, nehmen wir wieder eine andere Farbe. Andere Farbe, 2,53 Meter pro Sekunde. Und das Ganze in die positive X-Richtung. So, wenn wir die beiden Geschwindigkeiten jetzt haben, ich male mal die Situation von oben nochmal kurz hin. Also wir interessieren uns diesmal jetzt nur für die rote Kugel. Und wir wissen jetzt schon, wir haben in X-Richtung irgendeine Geschwindigkeit. Und zwar von 2,53. Und in die Y-Richtung haben wir auch eine Geschwindigkeit. Das ist die hier. Die ist minus 2, also muss ich den Pfeil von da aus nach unten zeichnen. Du bist minus 2. Das heißt, wir können über den Satz des Pythagoras einfach ausrechnen, wie groß unsere Gesamtgeschwindigkeit sein wird. Wie groß ist denn unsere Gesamtgeschwindigkeit? Also ich nenne sie mal V... machen wir VR draus, oder? Ja, machen wir ein V, ein rotes V für die rote Kugel und ein kleines, Quatsch, ein kleines G dran für Gesamt. Also, VG ist dann ja 2,53 zum Quadrat. 2,53 zum Quadrat plus minus 2 zum Quadrat und da draußen nehmen wir noch die Wurzel. Und unser Taschenrechner sagt uns, wie viel das sein wird. Das sind 2,53 zum Quadrat plus 2 zum Quadrat ist 4. Und daraus wollen wir die Quadratwurzel haben. 3,22. Oder ich mache es mal gelb, weil der Vektor, den habe ich ja auch in gelb hingezeichnet. 3,22 Meter pro Sekunde. So, jetzt können wir mal gucken, ob das Sinn macht. Generell immer, wenn wir uns Werte hier ausrechnen, unter denen man sich gut was vorstellen kann. Also unter dem Impuls kann man sich vielleicht weniger was vom im Kopf so vorstellen, aber Geschwindigkeit hat man ja ein ziemlich gutes Bild von eigentlich, was das ist. Und unsere Kugel ist jetzt also 3,22 Meter pro Sekunde schnell, wenn sie abgestoßen wird. Das heißt, sie ist, wenn die weiße Kugel sie getroffen hat, ist sie schneller, als die weiße Kugel vorher war. Und das macht sogar auch Sinn, weil die weiße Kugel ja auch doppelt so schwer ist. Das heißt, die Kugel hier, wenn sie so viel Energie von der weißen Kugel kriegt, dann hat sie natürlich weniger Masse, die sie damit beschleunigen kann, ist also dementsprechend relativ schnell. Kann also durchaus Sinn machen, was wir da unten rausgefunden haben. So, aber wir wollen ja auch rausfinden, ob wir die Kugel einlochen. Das heißt, wir brauchen natürlich noch den Winkel hier. Welche Farbe hatten wir noch nicht? Ich glaube, wir hatten sogar schon alle Farben. Nee, hellgrün hatten wir noch nicht. Den Winkel hier brauchen wir natürlich noch. Und jetzt können wir uns natürlich aussuchen. Wir nennen ihn mal Alpha. Jetzt können wir uns ja aussuchen, welche trigonometrische Funktion wir nehmen. Welche nehmen wir? Ich nehme mal den Cosinus. Ich nehme mal den Cosinus von Alpha. Der ist ja, wenn wir uns nochmal Sokator ins Gedächtnis rufen, Sokator. Cosinus ist Ankathete durch Hypotenuse. Also Ankathete ist 2,53. Und das Ganze teilen wir durch die Hypotenuse, die haben wir gerade ausgerechnet, die ist 3,22. Und da uns ja nicht der Cosinus davon interessiert, sondern die Inwertfunktion davon, also nehmen wir die Inwertfunktion von Cosinus Alpha, ist dann ja nur noch Alpha. Und hier rechts haben wir dann den, ja, wo wollen wir es machen? Schauen wir nur Cosinus hoch minus 1 hin, also das ist der Arcus Cosinus. Falls ihr das jetzt nicht sagt, ist nicht so das Problem, das macht eigentlich nichts Besonderes, das macht eigentlich nur, ich rechne das mal aus hier, was kommt denn da raus? 2,53 geteilt durch 3,22, 0,786 und die Inwertfunktion macht jetzt nur, gib mir den Winkel, dessen Cosinus 0,786 ist und ich denke, das ist ja recht naheliegend, weil wir wollen ja auch Alpha haben. Wenn wir das so umstellen, hätte das ja auch so rauskommen sollen. Wir wollen ja den Winkel direkt raus haben. Und zwar in Grad. Also fragen wir unseren Taschenrechner. 0,786. Und dann die Inwertfunktion von Cosinus gibt uns 38,2. 38,2 Grad. Also können wir mal gucken, ob das passt. Wenn wir gucken, so und so, dann ist ja hier so ungefähr 45 Grad und unser Winkel ist ja 38 Grad von hier oben aus gemessen. Das heißt, er ist ja ein bisschen kleiner. Wir würden also diese Achse hier ein bisschen weiter nach oben verschieben, also vielleicht so,
Also, ich würde behaupten, wir haben es geschafft. Wir haben die rote Kugel eingelocht.